Die Weltschnepfe in der Leinemasch und das von meiner Wildkamera. In Seelze werden 40 bis 50 Tiere geschätzt. Hier sehen wir die Aufnahme des seltenen Vogels. Eine Ausnahmesichtung von meiner Wildkamera in Seelze. Die Waldschnepfe war früher weit verbreitet, wurde aber durch die intensive Jagd fast ausgerottet. Mittlerweile ist der Vogel wieder bei uns heimisch, steht aber trotzdem noch auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Die Waldschnepfe bevorzugt feuchte Lebensräume wie die Leinemasch mit offenen Feld- und Wiesenstrukturen. Sie ist meist dämmerungs- und nachtaktiv und man bekommt sie selten zu Gesicht. Ein wunderschöner Vogel. Ich hoffe, ich kriege sie noch öfter vor die Kamera.